Und damit, meine Lieben, heute mal zu einer etwas anderen Folge wieder. Wir spielen heute mal Peregrinage. Das ist ein bisschen einfachere, denn wir wollen das ja nochmal bis zum Ende bringen. Und wir haben heute mal ein paar Bots dabei. Warum auch immer haben wir... Ich weiß nicht, warum wir zweimal Kuba dabei haben, aber man kann sich's über BTMP nicht aussuchen, welche Bots man hat. Zumindest habe ich da noch nichts gefunden. Und wir versuchen mal, den Tornados hier auszuweichen. Und uns ein bisschen Heilung hier zu schnappen. So. Baden und so habe ich soweit gut ausgerüstet. Die sollten ein bisschen länger überleben. Da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt drauf, ob das so klappt, wie ich es mir vorstelle. Oder auch nicht. Da hinten ist eine Bombe, die nehmen wir natürlich mit. Wir nehmen Explosiv mit. Ja, das ist ganz gut. Genau, ein Kuba kann dann die Bombe mitnehmen. Zweimal Kuba dabei ist auch irgendwie amüsant. Ja, ich habe am Anfang ein bisschen rumprobiert, dass wir nicht irgendwie Elgi-Bots und so bekommen, so ganz Squishy-Bots. Aber irgendwie so ganz super klappt das halt auch nicht. So. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht von irgendwas gebrochen werden. Oh, und auch noch hier hinten aufpassen, wegen der Welle. So, wir halten mal hier kurz mit den Maulern da vorne. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie es läuft. Oh, ich kann die Archer da hinten nicht wirklich gut treffen. Ich muss gleich nochmal versuchen. Autsch, autsch, autsch. So, wir können den hier auf jeden Fall mal so wegholen. Und das wird auch hier ein Onslaught. Also es werden immer Gegner da sein, so wie ich das noch in Erinnerung hatte. Ich gehe jetzt hier runter. Ich stecke gerade ein bisschen zu viel ein. Und deswegen trinke ich auch mal direkt. Ja, die... Okay, muss weg, genau. Kuba hält hinten ein bisschen. Und ich hole jetzt mal diese verdammten Archer hier vorne weg, die mich schon die ganze Zeit ärgern. So. Aber wie ihr seht, ich werde gerade auch noch langsam warm. Oder krieg hier Hits ab. Aber das ist in Ordnung. Bis zur Hälfte regenerieren wir ja wieder. So. Münzen nehmen wir mit. Wir gucken auch für Waffen-Upgrades und so. Wenn wir dann welche finden. Mann, diese Tornados sind echt ultra nervig. Ah, da oben ist schon hier der nächste. Okay, okay. Ich weiß ja, dass Hackbane hier ein bisschen besser ist als im normalen Spiel, aber so gut ist dann schon irgendwie interessant. So. Aber sobald wir nicht mehr gegen Beastman kämpfen, wird auch alles ein bisschen besser. Zumindest ist es so meine Erfahrung hier. So. Wir müssen unbedingt hier gucken, dass wir die Großen wegholen. Denn da kann die KI nicht besonders gut dagegen ankämpfen. So. Und es ist, muss ich auch sagen, ein bisschen spaßiger, wenn wir mehr Gegner haben. Denn Peregrinage skaliert anhand der hier Mitspieler. Und die Bots zählen halt als Mitspieler. Das heißt, dass es hier deutlich höher so skaliert. So, wir können uns ein bisschen Munition wiederholen. Ich wollte doch sagen, hinter uns höre ich doch irgendwas. So, können wir die Hochkarte? Jawohl. Haben wir. Oh, ein Gruber ist am Boden. Ist mir gar nicht aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Oh, unser Eisenbrecher ist am Boden. Kann auf jeden Fall mal hier einen Trank trinken. Und ja, wir gucken mal, dass wir auch ein bisschen mehr Boons und so mitnehmen. Wenn ich dann mal welche finde. So, Münzen und so ist klar, nehmen wir so oder so mit. Hier hinten waren noch irgendwo Münzen gewesen. Genau da. Oh, ich glaube, ich höre eine Lootratte. Ich weiß nicht, ob wir die noch bekommen können. Und ich werde erstmal so Schwert upgraden. Oh, kritisch Kraft, das ist ja... Das ist ja schön. Ja, werde ich gleich nochmal rollen. Ah, Ablocken, Kostenbringung ist schon mal deutlich besser. Aber ich meinte, ob wir die Lootratte bekommen können. Zumindest habe ich irgendwie da was gehört. Was zumindest so sich so angehört hat wie eine Lootratte. Dann muss ich mal gucken. So. Gibt es hier irgendwo eine Lootratte? Oh, da ist ein Kiosk-Warrior. Okay, gut, der ist weg. Aber ich glaube nicht, dass wir noch eine Lootratte hier finden gerade. Wenn ich ehrlich bin. Gut, ich sollte mich hier mehr um Hackbane kümmern, beziehungsweise die Gegner damit treffen.
Durch den ganzen Flächenschaden sind wir damit viel effektiver als mit unserem Schwert. Hier hinter uns ist nichts gut. Oh, die Münzen will ich eigentlich mitnehmen. Und in der Theorie können uns ja noch Leute beitreten. In der Theorie. Aber ich bin ehrlich, es ist nicht so ganz wahrscheinlich. So. Oh, da wurde ich leider getroffen. So, ich guck mal, dass ich die Mauler hier wegfokussiere. Okay, hinter uns kommt noch ein bisschen was. Das haben die Bots aber gut im Griff. Ja, ich glaube, dass die wirklich weggerannt ist, die Lootratte. Ist bisschen schade, weil die können halt hier im Mod Kisten droppen. Ist halt das Lustige dabei. Bin vor allem mal gespannt, ob wir im nächsten Level, wie sagt man so schön, ob wir da die gleichen Bots noch haben oder ob das unterschiedliche Bots sind. Und wir haben gerade Pilgermünzen auf unserem Bogen bekommen und zwar nicht wenig, 30%. Das ist sehr, sehr gut. So, unser Huntsman ist unsichtbar, warum auch immer. Kann gerne mal hier den Heilungstrank trinken. Und ganz, ganz langsam kommen wir dann auch hier raus. So. Ich bin schon froh, wenn wir nicht mehr die Bluttornados haben in der nächsten Map, muss ich ehrlich gestehen. Die sind schon relativ Cancer. So. Oh, da hätten wir noch Heilung, da müssen wir nochmal kurz hin. Wir gehen auch generell mal ein Stück zurück, damit wir ein bisschen besser hier reinfeuern können. So, sehr schön. Okay, gut, gut. So, Bahn hat jetzt alle hier ein bisschen angedingst. Ich habe übrigens den Bahnbild, den wir noch hatten, jetzt aus der letzten Folge drin, ne? Bis auf eine Sache. Und die eine Sache ist, dass wir hier Wound Cleansing haben. Das ist sowas Spezielles für den Mod. Jedes Mal, wenn wir, wie sagt man so schön, nicht getroffen werden, für ein paar Sekunden, kriegen wir dann temporäres Leben zurück. Das ist richtig gut für alles, was halt hier ein bisschen tankier ist, wie Baden und so, was nicht so oft Schaden nimmt. Ist einfach viel zu gut. So oft wird man ja auch nicht auf höheren Stufen getroffen, zumindest. Wir normalen Spieler werden ja nicht so oft getroffen. Unsere Mates und so, mit denen wir zusammenspielen, werden ja auch nicht so oft getroffen. Oh, wir haben hier eine Bandage of Luck. Oh, nice. Wir kriegen irgendwie Leben zurück. Ich bin mir gerade nicht sicher, durch was, aber wir können ja mal gleich nachlesen, dann, wenn wir am Ende sind. Oder wir lesen mal ganz kurz jetzt nach. Wo ist es hier? Oh, Damage Over... Oh, verdammt. Das ist sehr gut, Damage Over Time. So, wir müssen noch den Chaos Warrior hier wegholen. Aber ich weiß nicht, ob Hackbane dazu zählt. Müssen wir mal gucken. Es scheint so. Es scheint so. So, ganz langsam geht's hier weiter voran. Oh, irgendwo da oben ist eine Dingensratte gewesen. Wie heißt du schön? Gasratte. Dann haben wir noch ein bisschen was für ein paar Bomben. Genau, ein Kuba-Bot kann hier das mitnehmen. Ja, Huntsman ist schon echt nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Ich habe extra gedacht, wir hätten hier Warrior Priest und. Aber nö, nö. Ich muss hier die Bots die ganze Zeit ein- und ausschalten, bis wir mal was Angenehmes hatten am Anfang. Ist schon ein bisschen schade. Ein bisschen sehr schade. So. Baden nimmt das mit. Ein paar mehr Trollhammer sind auf jeden Fall hier ziemlich nice. Oh, da unten ist die Kiste. Das wird interessant. Das wird sehr interessant. So, ich lasse den hier schön ticken, den Schaden. Dass wir hier gut Leben zurückbekommen. So. Da. Ja, Hackbane ist echt übel stark, muss ich gestehen. So. Schön hier an der Wand bouncen. Damit die Chance ein bisschen höher ist, dass der Pfeil ein bisschen mehr hin und her springt. Ja, Bouncing Arrows ist vielleicht nicht das allerbeste. Es gibt noch Strong Arrow hier im Mod. Der pierst unser Pfeil immer durch einen Gegner. Das wäre eigentlich auch ziemlich nice für unseren Ult, wenn ich ehrlich bin. Aber, naja, irgendwas müssen wir ja nehmen. Mit Bouncing Arrows bin ich schon so ein bisschen quasi aufgewachsen. Ich sollte schon das hier nutzen, um ein bisschen Munition wieder zurückzubekommen.
So, wir nehmen die Münzen mit. Dann clearen wir mal hier vorne. Und dann holen wir gleich jetzt hier die Kiste. Die Idee ist halt, dass wir hier mal kurz clearen, bevor wir weitergehen. Oh, wir müssen vor allem die Archer da oben clearen. Okay, es war ein kritischer Treffer, das sollte reichen. So, okay, dann noch den hier Chaos Warrior. Oh, Kuba ist gerade weggeflogen. Einer von uns, ein Kubas. Oh Mann, die Aperi-Granage ist echt lustig. Wir könnten das ja in der Theorie mit sogar noch mehr Bots spielen. Können wir aber auch irgendwann machen. Oh, ein stinknormaler Minotaur. Okay, das ist gut. So. Und hier, wir schießen mal hier die Kleinen ein bisschen weg. Man sieht ja, was dann sonst passiert. Oh, vielleicht können wir... nee, hat nicht so geklappt. Ich werde mal nichts wagen. Ich glaube, wir können Kuba da nicht wegholen gerade. Aber wir können dem ein bisschen mehr Schaden machen. Für den Moment. Kuba halt durch. Der Minotaur ist gleich weg. Ah, ich wusste gar nicht, dass die das haben. Ich weiß gar nicht. Könnte auch am Wound Cleansing liegen. Da bin ich mir nicht so sicher. Das könnte möglich sein. So, wir können aber hier irgendwas Schönes nehmen. Killing a special replenishes 5 seconds of ability bar. Oh, das ist ziemlich gut. Okay, dann nehmen wir das hier mit. Das ist sehr nice. Kosten fürs Wegstoßen, das brauchen wir so oder so nicht. Halt, das müsste Wound Cleansing sein, oder? Nee. Würde das bedeuten, dass Bandage of Luck dem auch was gegeben hat? Ich bin mir nicht so sicher, aber es gab irgendein Talent, wo man dann auch Dingens zurückbekommt. Wie sagt man, dass man sich hochziehen kann. Zurückbekommt und hochziehen ist nicht das gleiche, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, wir teleportieren uns jetzt noch ein paar Mal hin und her wahrscheinlich, genau. Müssen wir aufpassen, dass nicht irgendjemand von der KI gleich in der Horde steht. Ja, da fehlt es gerade ein bisschen an, wie sagt man so schön, an Munition. Aber wir können den hier machen. Dann haben wir wieder ein paar Schuss. Okay, gut, gut. Meistens auch durch die Feuerbombe jetzt draufgegangen. Ich block mal hier. Ich habe ein bisschen Angst, jetzt gleich hier, ouch, geswappt zu werden. Ah, nice, hier ist ein Dingens. Dank, oh, wir nehmen Prophetenschlag eher mit. Ne, Prophetenschlag nimmt jemand anders mit. Übrigens, Baden kann als Eisenbrecher 2 Potions mitnehmen. Das ist ziemlich geil. So, kann Baden das nehmen? Oh, ist unser Kuba ich glaube, unser Kuba ist gestorben. Wir müssen hier raus, das ist nicht schön. Ich riskiere nichts, ich werfe hier eine Bombe hin. Aber ja, sieht so aus, als ob unser einer Kuba-Bot gestorben ist. Ist natürlich nicht so schön. Aber wir müssen uns dran gewöhnen. So. Könnte noch ein bisschen öfter passieren. Und ich muss eigentlich auch mehr Hackbane benutzen, um hier durchzupushen, wenn ich ehrlich bin. Ah, da hinten oben ist unser Kuba wieder. Oh, verdammt, hier ist eine Mine irgendwo. Ich glaube nicht, dass wir die kriegen können. Ich kann hier stehen. Und mal kurz warten. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Ult dazu. Wenn wir mit Hackbang schießen, können wir ein bisschen vielleicht mehr Ult dazu bekommen. Aber nee, wir werden die Mine nicht bekommen. Oh, es ist schade. Da sind wir einfach nicht schnell genug dafür. So. Chaos Warrior und Beastogore hier. Okay, gut, gut. Es gibt übrigens auch diesen Boon. Alle Boons und so sind ja hier ein bisschen bearbeitet im Mod. Und es gibt so einen tollen Boon, der einen ja eigentlich nur so ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen Coins um uns rum aufsammelt. Wenn wir den hier bekommen, bekommen wir sogar noch mehr Coins. Das finde ich, ist mega geil. Okay, gut, gut. Ich gucke jetzt auch nicht in jede Ecke. Wir haben relativ viele Coins sogar da. Das ist ziemlich nice. Okay, den möchte ich nicht nehmen, den Wendigkeitstrank.
Ah, Baden hat den genommen. Ah, ist in Ordnung. Das ist halt das Coole. Eisenbrecher kann zwei hier Dinger mitnehmen. Zwei Ränke. Und ich glaube, der andere Zwerg, unser hier Ranger Veteran, der kann, glaube ich, zwei Heiltränke mitnehmen. Ist also auch ziemlich nice. So. Okay, Kuba hat den schon mitgenommen. Das ist gut. Oh, jetzt ist ein Kuba hier erstmal auf dem Boden. Ist nicht so schön. Okay, gut, gut. Wir suchen mal ein bisschen Heilung, dann können wir einen von unseren Kubern heilen. Okay, wir müssen jetzt mal hier hinten ein bisschen aufräumen. So, aber man merkt schon einen Unterschied zwischen normalen Chaos Waste und hier ist halt, dass wir immer was, dass hier immer halt was ist. Wir haben immer hier Gegner vor uns, bei uns, nah bei uns. Gott, diese Tornados, ey. Ich bin so froh, wenn wir die nicht mehr haben gleich. Ich laufe jetzt hier durch. Das... Oh, verdammt. Muss so in Ordnung gehen. Okay. Es war ja irgendwie klar, dass sowas passiert. So. Uber hat Uber geholfen. Sehr schön. Da hinten ist Heilung. Das ist gut. Da können wir dann... Das kann ein Uber dann gleich nehmen. Wir nehmen uns mal hier einen Boon mit. Oh, ich weiß nicht, was es war, aber irgendwas mit Range Attacks. Wir gucken mal ganz kurz. Lalala. Wo war denn das gewesen? Da. Attack and Reload Speed. Also wir bekommen Angriffs- und Nachladegeschwindigkeit, wenn wir mit Ranger-Attacken treffen. Das ist gut. So, genau. Kuba, du heilst dich. Das ist gut. Dann holen wir mal den Chaos Warrior langsam weg. Und gleich sind wir sogar schon am Ende. Das war ja eine Folge, die wir sogar abgeschlossen haben. Okay, mit KI ist halt auch ein bisschen angenehmer, muss ich ehrlich gestehen. Boah, dieser verdammte Tornado. Okay, hat uns aber nicht allzu viel Schaden gemacht. So. Oh, hier gibt es noch einen Boon. Ja, dann werden wir den auch mitnehmen. Oh, verdammt, diese Tornados, ey. Die sind echt, echt nicht schön. Wir bekommen irgendwie... Was war denn das jetzt gewesen? Das war, wir bekommen Stamina Regeneration. Okay, wenn wir also unseren Block verlieren, bekommen wir hier Dingens. Wie sagt man, ah, durchbrechen wir unseren Block, wenn es geht. Kommt, kommt schon. Ah, ich glaube, das wollen sie gerade nicht. Wollen sie gerade nicht. Okay, dann ist es halt so. Oh ja, das Event hier. Events in dem Mod ist auch so eine Sache. Die dauern immer etwas länger. Und mit etwas länger meine ich, ja, sehr viel länger. So. Wir spielen nicht drumrum. Wir nutzen hier direkt unsere Sachen. Oh, Fatic Strike hier. Damit wir den Troll hier schön schnell fertig machen können. So. Okay, gut, gut. Hat geklappt. Dann werfen wir noch eine Bombe rein. Okay, gut, gut. Bisschen aufpassen. Okay, nice, nice, nice. So, ein Gruber braucht jetzt ein bisschen Hilfe. Wir haben hier noch einen Prophetic Strike bekommen. Das ist sehr gut. Denn ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir noch ein Monster irgendwo gleich bekommen. Da werden wir das dann auf jeden Fall gebrauchen dafür. So. Irgendwo da drin ist eine Hochkarte. Die Bots haben sie gefunden. Oh Gott, wir wurden gerade echt hier übel weggestaggert. So. Mehr Pfeile holen. Oh, es geht hier gerade echt übel ab. Oh, zwei Bots sind auch weg. Das ist natürlich nicht so schön. Ich werde hier auch Baden schießen. Und versuchen, ein bisschen die Stormwürmen uns so wegzuholen. Okay, nice, nice. Gut, gut. Das haben wir geschafft. Oh, das ist natürlich jetzt nicht so schön. Hinter uns. Oh ja, da ist einiges hinter uns. Ich werde mal versuchen, hier ein bisschen hoch und weg zu laufen. Oder ich werde mal versuchen, unseren Kuba hier zu holen. Oh, vielleicht gerade noch nicht. Nee, wir haben nicht genug Zeit dafür. Wir holen uns jetzt den Unsichtbarkeitstrank. Und dann holen wir hier Dingens. Dann holen wir uns Kuba. Oh, verdammt. Okay, wir können uns vielleicht den Kuba hier holen. Hoch mit dir, Kuba. Uah.
Okay, das werden wir nicht überleben. Oh, wir haben es überlebt. Okay, wir haben einen Unsichtbarkeitstrank. Wir gehen hier durch. Lalala. Lalala. Wir sollten jetzt auf den... Ach, ist alles nicht so toll. Wenn wir auf den Eisenbrecher warten, haben wir vielleicht ein bisschen bessere Chancen. Okay, schaffen wir das? Ah, nee, schaffen wir nicht. Schade. Schade, schade. Naja, ich guck mal, dass wir in der nächsten Folge nochmal ein bisschen weiter sowas machen. Auch wenn wir es jetzt nicht überlebt haben, gucke ich mal, dass die nächste Folge ein bisschen besser wird. Ich gucke auf jeden Fall auch mal, dass wir ein paar bessere Bots zusammenbekommen. Huntsman ist jetzt echt nicht das Goldene von Mai. Mercenary ist in Ordnung. Aber wir müssen mal gucken, weil, naja, sieht man hier, Mercenary hat noch nicht mal wirklich gut Schaden gemacht. Ist halt schon ein bisschen schade. Aber naja, dass die Bots nicht wirklich gut sind, ist ja auch irgendwie klar. Das ist ja nichts Besonderes. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, die Folge. Ich guck mal, dass wir in den nächsten paar Folgen auch so weitermachen. Ich habe gerade nicht runtergescrollt. Okay. Aber, naja. Wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und bis dahin, tschüss.